Die Erdbeeren sind raus. Jetzt gibt es ein neues, fruchtiges Design aus unseren Erdbeeren. Holt es euch auf iliaswelt.shop. Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Wecker hat gerade schon geläutet. Das heißt, Zeit zum Aufstehen. Heute ist ein ganz okayer Tag bei mir in der Schule. Da kann ich immer leicht aufstehen. Nicht so wie zum Beispiel an einem Donnerstag, weil da haben wir alle Hauptfächer und auch noch Gehörbildung. Das ist ein bisschen ein anstrengender Tag. Aber heute ist ein schöner Tag. Das Wetter ist mega und deswegen freue ich mich schon auf heute. Heute mache ich, by the way, ein Video über meinen Schultag. Wie einfach so ein Schultag für mich aussieht, was ich alles mache. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und los geht's. So, jetzt erstmal raus aus den Federn. Viel Zeit habe ich nicht. Ich muss schon 25 Minuten später im Zug sitzen, der mich in die Stadt bringt. Ich liebe Zugfahren und die aufgehende Sonne anschauen. Am Bahnhof steige ich um in die U-Bahn. Ich bin schon am Weg in die Schule. Wir haben es derzeit 7.50 Uhr. Ich muss mal ein bisschen früher in die Schule kommen, damit ich noch testen kann und so. Weil wir müssen das ja noch mit dem Google machen. Finde ich aber super. Und genau, jetzt beginne ich dann mal zu googeln. Das ist mein Klassenzimmer. Und ich bin wie immer eine der Ersten. Ich bin auch ganz allein in der Klasse. Also zwei Schulkollegen von mir sind schon da, aber die holen gerade noch Tests fürs Googeln. Und genau, das ist unsere Klasse. Ich sitze in der zweiten Reihe neben meiner Freundin Elena, Kathi, Beatrice, Steffi und Toni. Und manchmal in der Früh, wenn mir noch langweilig ist. Hier steht nämlich meistens immer noch irgendwas vom Vortag auf der Tafel. Und dann putze ich das manchmal noch, weil ich so super und produktiv bin, natürlich. Und ich finde, das ist so lustig. Ich finde, das macht Spaß. Zur normalen Routine ist inzwischen schon das Testen geworden. Wir müssen dreimal in der Woche einen Google-Test abgeben. Der wird mit einem Video überwacht. Eine volle Minute googeln. Zum Schluss muss ich durch ein Röhrchen in ein Glasröhrchen spucken. Grauslich, aber es ist halt so. So, der Test ist abgeschlossen. Jetzt noch wegbringen. Den muss ich jetzt anwerfen gehen bei unserer Einwerfaktion. Erledigt. So, gleich geht der Unterricht los. Zeit noch für ein schnelles TikTok oder zwei. Der Unterricht ist wie überall anders auch gleich langweilig und ich versuche konzentriert zu bleiben. Ich hasse Mathe. Naja, muss auch irgendwie sein. Schule aus
und ich bin wieder auf dem Weg nach Hause. Leider habe ich meinen Zug versäumt. Macht nichts, es gibt auch noch einen Bus. Endlich zu Hause, jetzt mal essen. Heute gibt es Grießnockerlsuppe. Die mag ich. Ist was echt Österreichisches. Also immer, wenn ich nach Hause komme nach der Schule und kurz noch ein bisschen Zeit habe vor der Gesangsstunde, esse ich noch zu Hause geschwind was. Heute gibt es bei mir eine Grießnockerlsuppe. Wunderbar. Und dann hat meine Mama so gebratene Kartoffeln gemacht. Das hat sie so im Backrohr gemacht. Und da hat sie noch so eine eigene Soße ein bisschen dazu gemacht und Karotten und ein ganz normales Wasser. Von dem werde ich eh immer total satt und dann bin ich dann mal für den Abend genug ausgestattet, dass ich da nicht noch Hunger kriege. Und jetzt beginne ich mal mit meiner Grießnockerlsuppe. Essen tue ich am liebsten in meinem Zimmer. Nach der Schule brauche ich immer ein wenig Ruhe. Beim Essen aber schaue ich oft in mein Handy, zugegeben. Ich finde dieses Edit so unglaublich lustig. Immer wenn ich auf diese Fanpage gehe, dann suche ich immer nach dem Edit, weil es ist wirklich so irrsinnig lustig. So genial. Nach dem Essen nehme ich mir 15 Minuten Zeit, um einige Dinge zu posten, Fanfragen zu beantworten und anderes. Im Moment geht mir aber eines nicht aus dem Kopf: der Krieg in der Ukraine. Ich weiß nicht, wie es ihr mitbekommt oder ob es eure Eltern euch erzählt haben oder vielleicht habt ihr es über die Schule oder die Nachrichten erfahren, aber es passieren gerade sehr, sehr schlimme Dinge auf der Welt. Und ich meine, man hört über den Krieg immer nur Sachen aus dem Geschichtsbuch, im Unterricht von Lehrern oder von alten Geschichten oder vielleicht von eurer Oma oder eurem Opa, die das vielleicht noch miterlebt haben. Aber jetzt erleben wir das so selber mit. Und ich finde, das erzeugt schon Angst in einem und schon eine Unsicherheit, weil ich meine, das ist echt nicht so weit weg von uns hier. Und ich denke darüber auch viel zu wenig nach. Und das ist schon echt ein großes Thema gerade. Und deswegen möchte ich auch meinen Beitrag leisten dafür und da schauen, dass wieder Frieden herrscht endlich. Und zwar die Abend hat vor 2 Wochen, glaube ich, ein wunderschönes Cover aufgenommen, wo es eben genau darum geht, mit wem möchtest du am liebsten den Weltuntergang erleben? Und da möchte ich jetzt eben einen kleinen Instagram-Post machen und eben dazu schreiben, dass ich echt hoffe, dass wieder Frieden zurückkommt, weil die große Corona-Pandemie ist eh gerade Angst genug in uns allen und jetzt auch noch das mit dem Krieg, das ist wirklich sehr, sehr schlimm. So, jetzt ist endlich Zeit für meine Hausaufgaben. Also das ist mein Stundenplan für dieses Jahr. Man sieht hier auch wunderbar, dass ich auch unter der Woche am Nachmittag auch ein bisschen was zu tun habe. Es geht aber voll klar, ich mache alles super, super gerne. Und kurz die Begriffe erklärt, Psycho ist Psychologie, das ist mein Wahlpflichtfach, was ich in der Schule gewählt habe. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Und Jazz ist Jazz Dance, also Tanzen. Genau, und so sieht mein Plan aus. Ich muss heute nur Mathehausaufgabe machen und für Musik lernen, weil wir haben am Montag einen Musiktest. Hier habe ich mein wunderbares Buch, was ich natürlich brauche zum Musiklernen. Und Mathehausaufgabe haben wir online was bekommen. Ich glaube, das ist eh das. Ja. Das sind Übungsbeispiele. Und heute habe ich danach noch Gesang- und Tanzschule. Das heißt, ich muss jetzt dann eh schon bald auch losfahren. Und ich schaue einfach, was ich schaffe, was nicht, das nicht. Und den Rest mache ich einfach am Wochenende. Jetzt fange ich aber einmal mit Mathe, weil das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig, dass das mal passiert ist. So.
haben kurz erklärt, warum ich iPad und Laptop habe. Also am Laptop schreibe ich halt immer meistens meine Texte für die Schule. Zum Beispiel, wenn wir in Deutsch, Englisch oder Italienisch einen Text schreiben müssen, mache ich das meist immer auf dem Laptop, weil es einfach mit der Tastatur schneller geht. Und während dem Unterricht verwende ich das iPad von der Arwen, weil die hat sowieso ein eigenes für die Schule. Und sie verwendet es ja nur zum Malen und das macht sie dann meist immer zu Hause. Und nachdem sie ja zu Hause dann sowieso das iPad wieder haben kann, darf ich es, sehr nett von ihr, darf ich es für die Schule verwenden. Appreciate ich sehr, danke Arwen. Ich habe es auch ein bisschen upgedatet mit einer neuen Hülle und so. Und so einer Paper-like-Folie für mein iPad. Das ermöglicht mir einfach, dass ich das so ein besseres Feeling habe fürs Schreiben drauf. Das heißt, wenn ich jetzt was schreibe, das hört sich auch ein bisschen lustig an, warte, hört mal. Wenn man sich jetzt nur darauf konzentriert, hört man das natürlich. Aber wenn ich im Unterricht schreibe, ist es einfach ein bisschen angenehmer zum Schreiben, weil das einfach so ein bisschen nicht angeraut, aber so einfach angenehmer ist zum Schreiben, weil diese glatte Folie, da ist einfach irgendwie so. Und jetzt kannst du hier wirklich schön ist, ich schreibe so schier gerade, ein toller Bussis an euch. Genau. Und das ist einfach irgendwie ein bisschen ein angenehmeres Gefühl zum Schreiben. Und das liebe ich sehr an dieser Paper-like-Folie. Also empfehle ich jedem, der ein iPad hat und auch drauf für die Schule arbeitet. Ich überlege mir schon am liebsten am Vortag, was ich anziehe am nächsten Tag. Und da habe ich jetzt auch letzte Woche ein Video gepostet und zwar ganz viele Inspirationen, Outfit-Inspos für Schule und Mal und so. Damit habe ich mich selber auch wieder inspiriert. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn ihr mal so ein bisschen Outfit-Inspos braucht. Und ja, deswegen schaue ich jetzt mal, was ich mal anziehe für morgen. Weil ich tue mir dann einfach viel leichter in der Früh, wenn ich dann gleich so bin, so, ah, ich weiß schon, was ich anziehe. Dann brauche ich gleich in der Früh, wo ich eh noch nichts checke und wo man nicht mit mir reden kann, kann ich das gleich erledigen. Wie wird das Wetter? Das ist ganz wichtig. Dafür brauche ich jetzt aber mein Handy. Morgen soll das Wetter ganz schön werden. 9 Grad. Supporten wir. 9 Grad, das heißt, ich werde sicherlich kein Kleid anziehen, aber das heißt, ich kann ein bisschen was Angenehmeres anziehen. Die Wahl ist schnell getroffen. Ich nehme eine beige Hose, ein weißes Shirt und den gemusterten Pullander. Am späten Nachmittag muss ich dann wieder los. Und jetzt bin ich schon am Weg zu meiner Gesangsstunde. Singen macht mir Spaß. Ich singe schon mein ganzes Leben lang und seit einigen Jahren lerne ich auch klassischen Gesang. Lehrerin ist Opernsängerin und ich liebe sie heiß. Sie ist so lieb und hat eine tolle Stimme. So, und mein nächstes Step erreiche ich jetzt auch gleich und zwar die Tanzschule. Einmal in der Woche gehe ich nämlich in die Tanzschule und da muss ich dann immer von der Gesangsstunde dann schnell hindüsen, dass ich da rechtzeitig hinkomme. Das ist mein Outfit für heute. Genau. Inzwischen ist es dunkel geworden. Vor der Tanzschule treffe ich noch meine Freundin Kathi. Die war das letzte Mal nicht im Tanzunterricht und ich mache ein schnelles, kleines Update mit ihr. Und du warst letzte Woche nicht da. Ich weiß. Du bist eine Nudel. Also, soll ich dir sagen, was wir letzte Woche gemacht haben, dass du nicht komplett lost dann so jemand so, darf ich mit dir tanzen? Ja, aber ich war letzte Woche nicht da, ich habe keine Ahnung, was wir gemacht haben. Nein, also komm auf meine Seite. Größte Panik. Du lernst nämlich den Frauenschritt auch wie. Also, wir beginnen mit einem Schritt zur Seite. Das ist der Cha-Cha-Cha. Und es beginnt zack und nach hinten. Genau. Das ist hier ganz einfach. Also 5, 6, 7, 8 und 1. Ah, da. Cha-Cha-Cha. Okay. Und dann vor. Okay, ja. Und der Mann, der Partner, ist dann immer gegengleich. Also ich bin jetzt ein Partner. So. Und so.
glaube ich. Ui. Und jetzt ist es dann zur Seite. Mit welchem Ding? Ding. Cha, cha, cha. Und zu mir da. Cha, cha, cha. Nach hinten. Cha, cha, cha. Nach vorne. Cha, cha, cha. Nach hinten. Nach vorne. Das ist noch ein bisschen extra. Das ist so. Das ist alles cha, 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 und da, und cha, 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 cha. Aber Kathi, ich glaube, das mit dem Tanzen wird heute kein Problem sein. Weil du hast mit mir geübt und das war schon ziemlich gut. Aber weißt du, was ein Problem, weißt du, was ein Problem werden könnte? Deine Schuhe. Keine unpassend, aber ich würde sagen, we stand. Aber mal schauen. Was? Das wird schon, das wird. Das wird schon. Du machst das. Die Schuhe waren dann kein Problem. Alles gut. Nur ich bin jetzt echt müde. So Leute, ich bin vielleicht müde. Ich bin jetzt gerade von der Tanzschule fertig nach Hause gekommen. Und das war's mit meinem School Day. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und ich wünsche euch jetzt auch noch eine wunderschöne Schulwoche. Küsschen gehen raus. Tschüss!